Hallo Mädels, darf ich euch was fragen? Ich erkläre erstmal, worum es geht. Ja. Ja. Wir sind von Du hast die Macht, das ist ein Online-Magazin für junge Menschen und es geht bei uns immer um Politik, aber im weitesten Sinne. Ich treffe mich am Montag mit der Bundesdrogenbeauftragten und weil ich leider keine jungen Leute mitbringen durfte zum Gespräch, habe ich mir jetzt gedacht, ich sammle einfach Fragen ein und bringe die dann in meinem MacBook quasi mit zur Bundesdrogenbeauftragten. Hättet ihr denn eine Frage an die gute Dame? Für mich ist halt immer die Frage, was bringen denn Regeln? Ja, weil oft machen Regeln die Sache ja noch viel interessanter. Ja, von daher, was kann man wirklich tun? Ich weiß nicht, ob Gesetze immer die richtige Lösung sind für solche Sachen. Diese junge Dame hat nicht besonders viel Vertrauen in die Politik, so hört es sich an. Was sagen Sie dazu? Das sind ja sicherlich, das ist ja schon jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass das erstmal ein relativ, ja, ein Problem ist, was sich innerhalb von Haushalten abspielt. Und wie viel kann die Politik da tun, wenn es jetzt nicht einfach nur Regeln sind, die sie festsetzt? Wir können als Politik zum einen natürlich aufklären. Und das ist auch unsere Hauptaufgabe, dass wir vor den Gefahren warnen, dass wir deutlich machen, warum es bestimmte Regeln gibt. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass es bestimmte schutzbedürftige Gruppen gibt, wie Kinder und Jugendliche. Und da ist der Gesetzgeber einfach gefordert, auch Verbote aufzustellen und Regeln aufzustellen. Denn die junge Dame hat völlig recht. Einfach ein Verbot ins Gesetz zu schreiben, ist eine einfache Sache. Aber wenn es nicht eingehalten wird, wenn es nicht akzeptiert wird von der Gesellschaft, bringt es gerade gar nichts. Ich habe auf der Straße eine junge Dame getroffen und damit kämen wir auch zum zweiten Clip. Würde dir irgendwas einfallen? Ja, ich finde zum Beispiel, das ist eine wichtige Frage, warum die Bundesregierung sagt, man soll nicht so viel Alkohol oder trinken oder rauchen als Jugendlicher und trotzdem irgendwie die Werbung erlaubt, dass Werbung für Alkohol oder Zigaretten gemacht wird und dass auch die Zigaretten in der Werbung einfach als gut dargestellt wird oder einfach so dargestellt wird, als wenn du rauchst halt, dass du dann cool bist. So. Das würde mich einfach interessieren. Nun ist ja Zigarettenwerbung bereits verboten, Alkoholwerbung aber nicht. Wie stehen Sie dazu? Ja, das ist richtig. Alkoholwerbung, Werbung insgesamt bei uns gehört zu unserem Wirtschaftsleben mit dazu. Aber es ist natürlich richtig, Alkohol ist nicht ein normales Lebensmittel, sondern es ist durchaus, birgt durchaus Gefahren in sich, wenn man es zu viel, wenn man zu viel davon konsumiert. Und deshalb hat sich die Alkoholindustrie auch verpflichtet, gerade Werbung nur nicht zu machen mit Jugendlichen. Auch keine Werbung zu machen, die speziell Jugendliche anspricht. Und Und ein komplettes Werbeverbot, denn das sind jetzt ja nur so ein paar Einschränkungen, aber es ist ja noch kein Werbeverbot. Nein, es ist kein Werbeverbot. Ich glaube auch nicht, dass wir wirklich ein Werbeverbot in dem Bereich brauchen. Denn der überwiegende Teil der Bevölkerung geht ja verantwortungsvoll mit dem Alkoholkonsum um. Und da glaube ich, dass ein generelles Werbeverbot für Alkohol, das wäre einfach zu weitgehend. Was ist denn derzeit Ihr größtes Sorgenkind, zwischen Alkohol, Tabak, und illegalen Drogen? Also unsere größte Sorge ist nach wie vor der Alkoholkonsum. Zwar ist es so, dass insgesamt gesehen der Alkoholkonsum in Deutschland runtergeht, aber es gibt sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern und Jugendlichen immer spezielle Gruppen, die exzessiv trinken. Und das ist unser größtes Problem. Gut, dann entfernen wir uns vom Thema Alkohol und kommen zum Thema Cannabis. Das ist bei unserer Straßenbefragung natürlich das immer wiederkehrende Thema gewesen. Das ist unter Jugendlichen sehr wichtig und beliebt, dieses Thema. Würde dir dazu was einfallen? So ganz spontan, ja. Ich würde gerne mal wissen, ob Frau Diekmann, Diekmanns, ja. Diekmanns ihre Strategie in Bezug auf Cannabis für erfolgreich hält. Alles klar, das werden wir Frau Diekmanns fragen. Dankeschön. Ja, also ich glaube schon, dass wir gerade was die illegalen Drogen betrifft, und dazu gehört ja Cannabis, dass wir da auf einem richtigen Weg sind. Wir haben in Deutschland der Konsum von illegalen Drogen ist relativ gering.
Und auch insbesondere auch der Cannabiskonsum bei Jugendlichen geht ebenfalls zurück. Und insofern glaube ich, dass wir mit unseren Aufklärungskampagnen, mit unseren Präventionskampagnen, aber auch mit den Behandlungen, die wir anbieten, auf dem richtigen Weg sind.